ist es im Islam erlaubt, für Gesundheit, Angst und ähnliches einen Talisman zu tragen bzw. anzufertigen? Nein, im Islam gibt es keinen Talisman. Im Islam geht man erstens zum Arzt. Zweitens betet man zu Gott. Drittens liest man Schutzsuren und haucht sich damit ein. Eine Schutzsure zu lesen und sich einzuhauchen gibt es in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber ansonsten sich einen Talisman mit Suren drauf umzuhängen, gibt es nicht. Die Sure zu lesen kann einem Menschen nützen, indem er sie liest und sich einhaucht. Was soll das denn bewirken, wenn du die Suren auf einem Talisman bei dir trägst? Und ein Talisman kann einem mit der Zeit zum Schirk führen. Man könnte am Ende nur noch den Nutzen von diesem Talisman erwarten. Man könnte die Hilfe nur noch vom Talisman erwarten. Wenn er das Haus ohne Talisman verlässt, bekommt er Angstzustände wie oh weia, ich habe meinen Talisman zu Hause vergessen. Als ob nicht Allah ihn beschützen würde, sondern der Talisman. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, dass aus seiner Umma 70.000 Gläubige ohne Abrechnung sofort ins Paradies kommen werden. In einer anderen Überlieferung, neben den 70.000 sind es bei jedem Tausendsten nochmal 70.000. Es gibt einige Überlieferungen. Als er gefragt wird, wer denn diese sind, antwortet er: diejenigen, die keinen Talisman tragen, die auf Allah vertrauen und die sich nicht tätowieren lassen, also die nicht Allahs Schöpfung verändern, die nicht Hoffnung in einen Talisman setzen, sondern auf Allah vertrauen, die nicht solche Fehler begehen.